Guten Morgen. Hallo Sonnenschein. Nein, ich meine nicht nur den draußen, ich meine die. Wie geht's? Mir kommt in den Sinn, schon wieder nichts wissen, aber alles fühlen. In meinem Kopf ist gerade der Gedanke, ist das nicht eine Wiederholung von dem, was wir jetzt eh schon alles gehabt haben? Nehmen wir mal ein anderes Wort nur mit einer kreieren. Du dich selbst neu kreieren. Es spürt sich gut an. Es spürt sich noch Bewegung an. Es spürt sich noch Veränderung in dir drinnen an. Geht's denn gar nicht ohne Veränderung? Nein. Beschwerde beim lieben Gott oder bei sonst irgendwem, ist es eh nicht meine Idee gewesen. Ist so dieses Evolutionsgedingsgedöse. Versicherung kommt mir in den Sinn. Gibt es überhaupt eine Sicherheit? Schwierig. Ich befürchte, nur du selbst bist deine Versicherung. Dun, 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 dun. Dass du die immer wieder als den oder denjenigen erkennst, der du bist, der du sein möchtest, der sich verändert. Sicherheit im Sinne von einer Stabilität in dir. Voll die Scheiße momentan, ehrlich gesagt. Also mir geht es so, und vielleicht geht es dir auch so, und vielleicht spreche ich dir da ein bisschen, gerade in dem Moment, wann auch immer du dieses Video hörst, ein bisschen aus dem Herzen. Vielleicht ein bisschen sogar von der Leber, weil es da so wütend ist schon drinnen, weil es gefühlt überhaupt kein Durchatmen gerade gibt. Und ich glaube, dass das auch was ist, was jetzt, ja, mit Sicherheit jetzt in der Zeitqualität, also dieses Video heute, was haben wir heute, 30. Oktober 2022, aber ich glaube, wir kennen das alle aus unserem Leben schon tausendmal erlebt, es ist uns nichts Neues, nehmen wir mal was Positives mit einer, hurra, du kannst das. Da bist du schon mal durchgegangen, du hast schon mal irgendeine Erfahrung gemacht damit, die ist vielleicht gut ausgegangen, vielleicht nicht so fein. Du hast was gelernt aus dem Ganzen und da haben wir bei Sicherheit. Du kannst dich auf dich selber verlassen, sofern und solange du dir erlaubst, ab und an einmal ein bisschen ins Fettnäpfchen zu treten, ab und an einmal ein bisschen dann im Nachhinein über dich selbst lachen zu können. Kommt da gerade in den Sinn, dass ich das jetzt alles ins Lächerliche ziehe, wie es dir geht? Ehrlich? Kommt dir das jetzt in den Sinn oder macht es irgendwas in dir drinnen mit dir, dass du sagst, was red ich für einen Scheiß? Mir geht's gerade beschissen, ich brauche positive Vibes und ich brauche vor allem brauch ich eine Lösung und zwar jetzt auf der Stelle und die Druck gewickt, die ist doof. Kann ich verstehen. Kann ich absolut verstehen. Irgendwie sind wir so gefühlt so oft am Limit. Wir auf einem ganz, ganz dünnen Drahtseil. Und das ist also eine Gummischnur und dann kommt noch irgendein so ein Wappler, männlich oder weiblich oder Fügung oder Problem oder Situation oder was weiß der Kuckuck was und dann macht es einmal nicht ein Ding. Und du denkst, wo festhalten, wo denn bloß. Und geht es dann wirklich ums Festhalten oder musst du schon wieder auslassen? Musst du schon wieder auslassen? Muss man denn immer auslassen? Warum denn? Warum kann ich nicht einfach einmal an was festhalten und beibehalten? Ich glaube, es ist meistens so also ein Moment, das fällt mir ganz viel auf momentan bei Menschen, dass das allerbeste ist, wenn du auslässt, weil der Boden, auf dem du stehst, gar nicht mehr der beste ist, jetzt in dem Moment für dich, für diese Phase des Lebens, für diese Situation, für das, was du ausgesucht hast und ja, fuck, vielleicht einfach für den scheiß Seelenplan. Was machen wir mit dem? Wir haben es nimmer im Griff, wir können es nimmer einfach nur mit dem Ego und
einfach nicht mehr mit dem Kopf. Ah! Es geht nicht mehr. Also ich krieg das gar nicht gebacken. Ich kann es irgendwie, ja genau, loslassen, Sandra. Stimmt, stimmt. Weitergehen. Ja, aber da bin ich nur mal beim Kopf. Die Menschen gehen erst ganz oft weiter, wenn man im Kopf einmal eine Idee hat, wo man hingeht, anstatt dass man halt einfach nur geht. Unnütz, sinnlos, bringt nichts, kein Profit, kein Benefit. Für was soll das gut sein? Merkst wieder dieses sofort wieder nach irgendwas suchen, was du herholen kannst, mit dem du dich füttern kannst. Kann es nicht einfach einmal sein, dass die in dem Neichen, auf dem Neichen Boden Neich gespürst? Dass irgendein Neichs anderes Gefühl in dir zum Vorschein kommt? Kann es nicht einfach einmal sein, dass, gell Sandra, so wie mir gestern, das Beste ist, wenn du einmal nicht bacherl warm hast, sondern einfach einmal mit den Füßen ins kalte Wasser gehst? Ich habe es eh nicht geschafft, bis Oberschenkel, war huschi huschi, war nur 12 Grad, glaube ich, haben sie gesagt. Voll hat man nicht ein, dass ich aus der ganzen Zähne gehe, aber vielleicht braucht es gerade diesen Weckruf für die Zellen. Im Sinne von aufwachen, erwachen. Nein, Spaß. Einfach nur und zufrieden sein. Puh, warum ist das so schwierig für uns momentan? Sind wir einfach nur so gewohnt dran, dass wir immer noch höher, besser, schneller, weiter gestrebt haben? Ich befürchte, wir haben es ein bisschen leicht und ein bisschen extrem anstrengend gemacht über die Jahre, weil wir, und beobachte es mal nur kurz für dich, nur ganz du für dich selber, ganz alleine daheim, ganz leise. Wie viel bist du dem hinterhergerannt, was andere machen, weil das gut ausschaut, oder du gemerkt hast, oh, das kommt gut an bei den anderen auch noch mal und dann haben sie mich lieb. Ups. Vielleicht ist es das. Oder vielleicht haben wir sie gedacht, ja, probiere ich das auch, mache ich das auch, weil die macht das auch und dann ist die erfolgreich und dann, und das schaut gut aus. Und man ist eigentlich immer einer Kopie hinterhergerannt. Hat man immer versucht, eine Kopie von irgendwas zu sein? Ich bin halt echt froh, dass ich mir keinen Zettel geschrieben habe. Nix. Wieder einmal einfach Freestyle. Und ich bringe, das merke ich, so viele verschiedene Sachen daher. Es in mir bringt so viele verschiedene Sachen daher. Hätte ich mich hingesetzt und hätte mir es probiert, aus meinem Kopf außer zu denken, dann war es nicht gegangen. Und jetzt ist es da. Einfach so aus mir außer. Sind wir nicht auch so erzogen worden? Ja, lieber Franz, ich verstehe die Frage. Die Frage ist, wie alt bist du? Bist du immer in dem, dass du erziehen lässt? Oder ziehst du jetzt nochmal selber einen Tee? Machen wir das doch einmal. Ziehen wir uns einmal selber in die Höhe. Machen wir uns selber mal groß. Sind wir keine kleinen Kinder und keine Opfer und keine Schäfchen in der Herde. Und es geht ja gar nicht um das, dass du überdimensional groß wirst oder ganz mega tolle Sachen erreichst, was wieder ja in einer Ansichtssache eines anderen Menschen Betrachtungsweise liegt. Aber was ist denn das, was du für dich selber das Gefühl hast, das macht dich glücklich? Du fühlst dich gut dabei. Reicht es nicht? Ist uns das wirklich nicht genug, dass wir uns wohlfühlen? Jeder einzeln, jeder für sich, ganz unterschiedlich, individuell, so wie er leben mag, weil er sich einfach gut angespürt. Unvorstellbar für den Kopf? Nein, über das reden wir nämlich schon seit Jahren und darum haben wir schon irgendeine Idee davon. Ich hole noch was anderes ins Boot rein. Kennst du Menschen, wo du für dich selber wirklich fühlst oder aus Gesprächen auch wirklich nur Feedback von einer gekriegt hast, dass du sagen kannst, ja, die erzählen mir, sie sind glücklich,
Ich spüre das, die sind glücklich. Es macht mich glücklich, wenn ich mit diesem Menschen bin. Ah! Das kann es doch sein. Das, boah, jetzt wird mir ganz heiß, wenn ich nicht da rede davon. Dass ich mich mit Menschen umgebe, die glücklich sind. Ja, und ob das in der Gesellschaft gewollt oder weniger, was interessiert denn mich die Gesellschaft, wenn ich von mir selber sprich? Da komme ich ja nie zu mir selber, aber ich verstehe voll, was du meinst, Franz. Aber da komme ich ja nie, da bin ich, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wenn ich mich aber mit meiner Vergangenheit, mit meiner Kindheit, mit meinen Eltern, mit, und die habe ich ganz lieb, aber mit meinem Erfolg, den ich nicht erreicht habe, oder mit der Gesellschaft, blub, 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 da bin ich überall, aber nicht bei mir. Und ich habe halt einfach das Gefühl gerade, dass ganz viele Menschen wirklich Sicherheit und Stabilität in sich drinnen suchen, weil sie es auch wirklich vermissen. Aber diese Stabilität gibt mir ja nichts, was im Außen ist. Es ist sehr wohl total schön, wenn ich mal was habe, an dem ich mich anlehnen kann. Aber in Zeiten, wo sich das alles so ändert, jetzt so viel Neues in uns drinnen entsteht, das wir mit unserem Kopf nicht wirklich fassen können, sondern es nach wie vor noch dieses Erleben braucht, damit eine Klarheit im Verständnis ist, dass wir gut mit uns stehen und sein können. Und Freundschaften haben sich immer schon geändert. Man geht raus aus der Hauptschule, fängt irgendeine andere Schule an und fängt eine Lehre an, dann verändern sich die Menschen, mit denen man geht. Und man hat einmal eine Partnerin und dann passt es nicht mehr und dann kommt eine neue Partnerin oder es kommt eine Zeit allein. Wir kennen diese Veränderungen alle. Und ich glaube, dass es trotzdem ganz anders ist gerade. Das ist das, was ich fühle. Es passiert so viele andere Sachen als ausmisten. Denken ausmisten, fühlen ausmisten, Schlacke ausmisten, Kleiderkosten ausmisten, Räume umstellen, Orte ausmisten, alles ausmisten. Wir hören das doch so präsent alles da. Und ich komme wieder zurück auf das bei dir. Was verschafft dir Sicherheit? Und ja, wenn man diese Momente ein bisschen genießen kann, in denen man sich selber mit dem, wer man ist, wie man ist, gerade einfach richtig gut wohlfühlt. So gut. Und dann noch das einfach dabei hat, dass man das sein lassen kann, was andere denken. Ich glaube, da ist ein großer Schritt geschehen. Das glaube ich schon. Und je mehr man es... Sorry. Druck aus dem Kopf raus. Manchmal erleichtert es sich, wenn das Richtige gesprochen ist. Also, wie groß ist noch immer, wie groß ist noch immer diese Wertigkeit, was andere über dich denken könnten, was andere über dich sagen könnten. Danke. Und ist dir schon mal aufgefallen, wie wenig manche Menschen wirklich über dich sagen oder zu dir dann sagen, sondern wie stark das einfach in deinem Gedankengut verankert ist. Und ausmisten. Ohne auf irgendwas anderes noch einzugehen, wann das entstanden ist oder warum das entstanden ist oder nimm vielleicht einfach nur mehr das Positive mit, dass du sagst, okay, weil das passiert ist und ich das erlebt habe auf diese Art und Weise, kann ich jetzt anders weitergehen. In Dankbarkeit. Verabschieden. Wir haben die Tage jetzt mit
Samhain, aller Heiligen, aller Seelen. Gestern habe ich mit einer Freundin auch gesprochen, die hat gesagt, sie fühlt ganz stark die Ahnenkräfte. Mir ist das oft nicht bewusst, weil ich das ein bisschen anders anschaue, aber die Vergangenheit und alles, was auch zu deiner Vergangenheit gehört, was dich nicht mehr nährt, in Dankbarkeit zu verabschieden, in Dankbarkeit sein zu lassen, in die Hände von deinen Ahnen zu geben, wann das für dich der richtige Weg ist. Es vielleicht mit einem Ritual zu begraben, wann das für dich der richtige Weg ist. Es in einem Feuer zu verbrennen, wann das für dich der richtige Weg ist. Es gibt verschiedenste Rituale, um es loszulassen. Du kannst da gern deinen Kopf frei räuchern. Und dann ist für mich eins ganz, ganz wichtig. Es wurde platzfrei. Es ist raumfrei geworden. Fülle ihn. Immediately. Sofort. Mit dem, was dir gut tut. Und schenke allem, was du geschaffen hast. Dankbarkeit, Wertschätzung, ehre es, achte es, liebe es. Und achte, ehre, respektiere und liebe, was jetzt ist und kommen kann, ohne zu wissen, was kommen wird. In dieser Fülle, die neuen Schritte zu gehen, ist, glaube ich, gefühlt jetzt gerade viel leichter, weil dann, so wie wir Menschen gehen, die Kraft ja aus unserem Bauch rauskommt. Wir gehen und bewegen uns aus der Hüfte. Wir gehen und bewegen aus dem Bauch. Wir gehen und bewegen nicht aus dem Kopf raus, sondern der Körper ist derjenige, der sich bewegt. Der Kopf kann einen Impuls geben. Aber was ist, wenn wir endlich wieder erlauben und zulassen, dass der Impuls wieder aus dem Bauch rauskommt, aus der Hüfte? Vielleicht wird es richtig gut zum Tanzen in diesen Tagen. Genau. So, die Sonne scheint, die Sonne scheint. ich habe schon Neues kreiert gestern mit meiner lieben Freundin Tamina. Taminas Shop, schaut sie mal rein. Eine begnadete Schneiderin und Kreiererin. Macht tolle Mäntel und dergleichen ebenso. Und wir haben aus einem geschenkten Kleid meiner Tochter aus Afrika meins gemacht. Und zwar genau so, wie ich es fühlen habe können, dass es meins ist. Und das wünsche ich dir. Für heute, für morgen, für übermorgen, für die nächsten 37.000 Jahre wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du aus dir in Liebe und Freude und in Leichtigkeit erlaubst, immer wieder deins zu machen. Einen wunderschönen Tag, weil ich weiß ja nicht, ob du das Video wieder an einem Sonntag anhörst. Ja, legen wir eine Kesselsohle hin, tanzen wir durchs Leben in einer neuen Leichtigkeit, in einer neuen Beweglichkeit, in einer neuen Freiheit. Und die kann dir auch niemand anders schenken. Only you. Servus.